Ja, wie immer, Kamera aus, Kamera an. Nun verstehe ich langsam dieses Gehabe von Facebook. Ja, herzlich willkommen zu einem abendlichen Video vom Zentrum für Yoga. Wer mich noch nicht kennt, bin der Markus, mache den Kanal auf YouTube, Markus Ritz Zentrum für Yoga. Mit mittlerweile über 760 Videos um die Thematik Yoga, Leben und Gesundheit. Und immer wieder sind es wohl dieselben Themen, dieselben Suchereignisse, wonach man sucht. Man sucht schlussendlich nach sich selbst. Wer bin ich? Eben die Erkenntnis des Lebens. Man kommt auf die Erde, um zu erkennen, wer man ist. Aber wie das so ist, man ist so verschleiert, vernebelt, Unwissenheit nennt man es im Yoga, Avidya, und man erkennt nicht, wo ist der Weg. Und viele Menschen versuchen den Weg zu ergründen, indem sie mitmachen. Naja, alle rennen da zur Arbeit, alle rennen da und dahin. Alle machen die so und so und so. Nun, das kann dann so gar nicht verkehrt sein, wenn alle das so machen, und dann macht man so mit, bis es einem irgendwann gar nicht mehr auffällt, was man tut, sondern es ist in Anführungszeichen normal. Nun, auch hier könnte man wieder diskutieren, wer hat diese Normen erfunden? Nicht die Schweizer, sondern irgendein anderer. Und man folgt ständig diesen Gesetzen, Regeln, Normen und merkt gar nicht, ob man überhaupt noch richtig auf seinem Weg ist oder eben nicht mehr. Man folgt, man macht, weil man denkt, es ist einfacher. Man ist so in einer gefühlten, anscheinenden Sicherheit, alle machen es so. Nun, das wäre ja blöd, wenn ich es jetzt anders machen würde, wenn ich jetzt die Kinder anders erziehen würde, wenn ich sie nicht in die Schule schicken würde. Was ist denn da los? Würden dann viele fragen. Und ja, was ist normal? Und für die meisten Menschen ist es eben so, dass sie eine Schafherde, ich muss es so nennen, folgen stur geradeaus, da wo irgendein Schafmeister die Schafe hinführt. Auf diese Weide, hier dürft ihr fressen, und man ist nicht in der Position, einen Überblick zu haben, wo könnte ich denn noch fressen? Könnt ihr nicht alleine irgendwo fressen? Nein, ihr müsst alle zusammenbleiben. Warum? Nun, wenn ein Schafhirte Tausende von Schafen überwachen müsste an verschiedenen Orten, das geht ja gar nicht. Und so treibt man die Menschen zusammen, dass man sie eben kontrollieren kann. Und dann kann man genau sagen, du gehst dahin, du machst dies, du machst jenes, du machst welches. Nun, so dass alle zusammenbleiben und man sie besser überwachen, überblicken kann. Und der Mensch denkt, nun, das ist normal. Man kriegt es dann in der Schule auch so gesagt, alle müssen brav sitzen bleiben. Wenn ein Kind aufsteht, dann tanzt es aus der Reihe. Dann kann es nicht normal sein. Es kann nicht still sein, es kann nicht ruhig sein. Und dann kriegt man vielleicht den Hinweis als Eltern, ihr Kind ist nicht so artig, nicht so brav, nicht so still, nicht so ruhig, nicht so dumm, um mitzuspielen. Und deswegen braucht es ein Medikament, es braucht Therapie, es muss mal geredet werden, warum das Kind anders ist wie die anderen. Nun, aber jeder Mensch, jedes Kind, jeder Erwachsene, jeder Opa, jede Oma, jeder Afrikaner, jeder Deutsche, jeder Schweizer, jeder Nordpolese ist anders. Jeder Mensch ist anders.
Jeder Mensch ist jede Sekunde wieder neu, wieder anders. Anders zusammengesetzt, die Zellen bauen sich neu auf, dann hat man schon wieder was ganz anderes. Man ist dann jemand anderes vom Körper her. Und in einer gewissen Zeit regeneriert sich ja alles im Körper, mehr oder minder. Und dann ist man wie ein neuer Mensch. Aber man sagt, das bin ich immer noch. Aber man ist es ja nicht wirklich. Und alle Folgen, viele Folgen, nicht alle, aber die meisten, irgendeinem Hirten. Ja, manche folgen auch Jesus. Man folgt dem, ich bin dann ein Christ. Aber man folgt immer noch. Natürlich ist es schon mal nicht schlecht, wenn man so einer Religion folgt, aber man muss dann auch immer wieder mal schauen, passt es für mich überhaupt? Passt das, was die Priester da verzapfen, passt das für mich? Oder mache ich es nur, weil es viele machen, weil es alle machen, weil es im Religionsunterricht so steht, weil ich nun mal in Deutschland lebe und ich muss dann an denjenigen welchen solchen glauben? Oder naja, dann bin ich nicht so allein, wenn ich auch an Jesus glaube, an Gott glaube. Nun, aber wer hat das alles erfunden? Wer hat das alles ins Leben gerufen? Wer hat das alles dargestellt? Weiß man gar nicht. Wenn man Menschen fragen würde, wer ist Gott, kann man nicht beschreiben. Man kann nur glauben. Und es gibt viele Glaubensrichtungen. Und wenn man in einem System dogmatisch verhaftet ist, muss man immer fragen, wie gut ist das System? Wie frei ist man in diesem System oder ist man an gewisse Dinge gebunden? Natürlich gibt es überall Dinge, die für den Menschen gut sind, Dinge, die nicht gut sind und dazwischen gibt es ganz viel, wo man eben entscheiden kann, ist es wirklich gut, ist es nicht gut, aus welcher Sicht ist es gut? Nun, wir sind alle Individuen und wir müssen alle selber herausfinden und wirklich, man muss selber herausfinden, was tut einem gut, was ist einem zuträglich und was nicht. Weil wenn man es nicht selber erlebt, nicht selber versteht, nicht selber checkt, können andere Menschen einen nicht wirklich überreden oder überzeugen. Selbst muss man erkennen, und selbst muss man, diesmal muss man wirklich, den Weg alleine gehen. Jeder muss seinen Weg alleine gehen und die Verantwortung für diese Taten tragen, beziehungsweise sich des Yoga oder der Reinkarnation muss man die Früchte ernten, die angenehmen Früchte und die bitteren Früchte. Ja, auch hier gibt es ein Video von mir auf YouTube mit den zwei Vögeln. Der eine sitzt oben auf dem Baum und der andere jagt ständig nach den Früchten. Die schmecken so gut, dann sucht er die nächste Frucht, schmeckt wieder gut. Aber wie das so im Leben ist, irgendwann erwischt man auch mal eine bittere. Und dann ist man enttäuscht und der andere Vogel sitzt oben und macht sich aus dem Ganzen überhaupt nichts. Nun, wir sind Individuen. Es wird uns so erzählt, aber es wird nicht so gelebt. Weil gewisse Normen da sind, die man erfüllen muss, gewisse Dinge, die man tun muss. Ja, aufs Klo gehen muss man auf jeden Fall. Aber was muss man alles tun? Man muss Geld verdienen, reich werden, erfolgreich. Der Star ist auch erfolgreich. Der schaut gut aus, bla bla bla. Und dann wird einem so vorgegaukelt, dem geht es gut. Und wenn man hinter die Kulissen guckt, wie viele von denen Drogen nehmen, rauchen, frustriert sind, genervt sind, dann schaut es anders aus. Aber es wird eben nicht so offenbar dargestellt. Also es ist nicht Wirklichkeit. Gut, alles was wir hier erleben ist nicht wirklich Wirklichkeit. Aber das ist noch weniger Wirklichkeit. Und trotzdem jagen wir vielen Dingen hinterher. Dann gibt es die Menschen, die aussteigen. Nun, ich gehe jetzt zum Buddhismus oder ich mache Yoga
Und was macht man? Man folgt dann irgendjemand anders. Gut, bestimmt ein wenig besser, aber es ist immer noch ein Folgen, ein Anpassen und nichts Individuelles. So wie bei Soldaten, die schauen alle gleich aus. Gleicher Anzug, zack, das symbolisiert anscheinend Stärke. Aber wahre Stärke kommt nur von innen, von einem selber. Und im Leben wird man das schnell merken, wenn man irgendwo in einer Gruppe ist, denkt man ist stark, das Leben testet einen, wenn man alleine ist, wie schaut es denn dann aus? Nun, dann schaut es anders aus, dann fühlt man sich vielleicht allein, abhängig, leer und so sucht man sich immer etwas, wo man folgt, wo man sich anklammert, wo man denkt, das machen alle so, das ist gut, dann sind wir zusammen, wir bilden eine Gruppe. Ja. Das kann man machen, ist nicht das Problem. Aber was ist, wenn das nicht mehr da ist? Wenn die Gruppe sich trennt, die Musikgruppe, dann ist alles futsch. Und eben diese Abhängigkeiten, oder man folgt einem Guru, der ist gut, der ist berühmt, der hat so und so viel Rolls-Royce, der muss es ja wissen. Ja, und irgendwann weiß man, dass der Guru auch nichts gewusst hat. Und dann ist man vielleicht 20, 30 Jahre einem Guru gefolgt für die Affen, wie man so sagt. Und es ist nicht individuell. Jeder Guru, jeder gute Guru, bin ich überzeugt, möchte, dass man selbstständig wird, eigenständig und eben nicht immer am Rockzipfel des Gurus hängt, helf mir, was soll ich machen? Soll ich jetzt das Auto kaufen? Soll ich den Job wechseln? Soll ich dies machen? Soll ich das machen? Ein guter Guru würde das nicht tun. Er würde sagen, finde es heraus. Man kann Tipps geben, aber machen muss man es immer selber. Und so haben wir ein System, dem man gefolgt ist, vielleicht in klassischen Schule, dann Ausbildung machen, Lehre, Arbeit und so weiter. 40 Jahre war früher auf derselben Arbeit. Heute sagt man, ja, das ist langweilig oder ich mag das nicht machen. Dann arbeitet man mal hier was, mal da was, mal dies, mal jenes. Aber man merkt auch nicht, dass man in einem anderen rebellierenden System steckt. Man folgt wieder. Oder man macht es genau anders, wie es die Eltern vielleicht gemacht haben. Das kann ja nicht gut sein. Das sind jetzt leer, ausgebrannt. Das mache ich mit Sicherheit nicht so. Und man hat im Endeffekt nur das Gegenteil gemacht. Man hat nichts Neues in sich erforscht. Man hat nur gesehen, so geht's nicht, also mache ich es anders, genau andersrum. Und das ist dasselbe Prinzip. Man folgt eben der anderen Richtung. Und da gibt es ja dazwischen so viele Details. Schwarz und weiß, da gibt es Milliarden, Trillionen, ich weiß nicht, Farbschattierungen. Und jeder Mensch ist wie so eine andere Farbschattierung. Und jeder macht es eben anders. Aber gefühlt, wie gesagt, ist es natürlich erstmal einfacher, wenn man es macht wie alle anderen. Aber wenn man wirklich bewusst wird, wenn man Dinge tut, die bewusst machen, dann erkennt man eben, da ist irgendetwas nicht in Ordnung für einen. Weil jeder anders ist. Und wenn ich als wie in der Schule alle 45 Minuten muss man ruhig sitzen, brav sein, antworten, lernen. Ja, ein normales Kind würde zu Hause nicht 45 Minuten, außer vom Computer vielleicht, wenn es gefangen ist, sitzen. Sonst würde mal rumhüpfen, aufstehen. Das ist die Natur der Kinder. Aber man wird so erzogen, wenn man im Restaurant nicht brav sitzt, sondern rumschreit, rumtollt, dann ist man nicht normal. Aber das ist gerade das, ich sag mal, Normalere. Wenn ein Kind lustig ist, schreit, laut ist, mal. Nicht immer natürlich. Das ist normal, würde ich sagen. Also normaler als normal. Das, was für uns normal ist. Aber dann wird gleich gesagt, sei ruhig, leise, die anderen wollen Ruhe essen. Ja, ist schon richtig. Aber man übertreibt es eben, dass die Kinder so wie zip, gefangen sind. Und wie werden wohl dann die Jugendlichen sein? Die werden erstmal rebellieren und dann wird man sie wieder einfangen. Ihr seid zwar Individuen, aber ihr müsst einem System folgen.
ihr müsst da einzahlen, ihr müsst dies machen, ihr müsst das machen. Mag vielleicht gut gemeint sein, dass man in der Rente was hat, aber wir sehen ja, wenn man hinschaut, da kommt auch nicht mehr viel rüber. Wird auch versteuert, wird dies abgezogen und jenes und welches. Und manche arbeiten in dem Glauben, ja, in dem System ist es gut, da ist man abgesichert, krankenversichert. Aber die Menschen werden trotz allem nicht gesünder, die Menschen werden nicht glücklicher, wie man an den Zahlen der psychisch Erkrankten sieht. Und trotz allem folgen viele Menschen diesem System. Da muss man ganz tief mal nach innen schauen. Warum macht man das? Wo ist da die Lücke, die Leere? Wo ist vielleicht das mangelnde Selbstvertrauen, dass man da nicht ausbricht? Wo ist der Mut, dass man sagt, nee, so geht es nicht weiter? Ja, wenn man kein Selbstvertrauen hat und man macht es anders wie die meisten, dann sagt, was machst denn du da? Komm wieder her, du bist ein Idiot, ein Schwurbler, ein Labertasche. Eine Außenseiter. Und dann kommen viele wieder wie ein Schaf wieder zurück. Da kriegt man zu fressen, da kriegt man ja, Streicheleinheiten und dann denkt man, das wäre richtig so. Und im wahren Leben gibt es nicht immer Streicheleinheiten, sondern wir haben Schwarz und Weiß, die Dualität ist normal. Wenn man die Menschen anschaut, da ist jeder Mensch eben anders. Ist auch mal von Tag zu Tag, mal so drauf, das ist normal. Man kann nicht immer gut drauf sein oder immer schlecht drauf sein, das geht überhaupt gar nicht. Aber trotzdem versucht man sich am Riemen zu reißen, es muss passen, ich muss ja guten Unterricht machen, ich muss dies machen, ich muss jenes machen. Und auch im Yoga ist es leider so. Ich muss erst mal was trinken, was bei dem Thema mir die Sprache verschlägt. Auch im Yoga ist es so: viele Menschen, die machen eine Yogalehrerausbildung, habe ich auch gemacht, und dann versucht man, Yogastunden an den Mann zu bringen. Und dann versucht man, das zu machen, was die anderen wollen. Natürlich erstmal, dass die Menschen zufrieden sind, auch die haben die Stunde gut gemacht, man macht da vielleicht noch so einen Fragebogen, ist völliger Schwachsinn, weil man dann über diesen Fragebogen zum Beispiel gut gemacht, aber die Asanas waren zu viele, Meditation war zu lange, Entspannung war zu kurz, ja, wie das immer so ist. Und dann passt man sich an. Und im Yoga lernt man, man ist ein Individuum, man ist eigenständig, man soll sich selber finden. Nun. Aber wenn ich in den Yogastunden schon den Menschen hinterher renne, versuche, ja, dann machen wir mehr dies, dann machen wir mehr das, dann macht man sie nicht sein eigenes Yoga, was aus dem Inneren heraus sprudelt. Und das wäre authentisch. Und dann zieht man nämlich genau die Menschen an, die zu einem passen, die zu dem individuellen Yoga-Stil passen. Und auch hier ist schon diese Anpassung. Auch in den modernen Yoga-Stilen, man passt sich an, man macht das, was die Menschen dann wollen, einen Hype draus machen, dieses Yoga, jenes Yoga, welches Yoga, Hormon-Yoga und dann trennt man die ganzen Yoga auseinander. Wenn ich die Yamas, Niyamas nenne, wer es kennt, wer es nicht kennt, schaut sich nochmal ein Video auf meinem Kanal an. Die Lebensweise, dann macht man Bhakti-Yoga, das macht man in jedem Yoga, dann macht man nur Asana-Yoga, das wäre dann Hatha-Yoga. Hatha-Yoga ist aber alles, Meditation, Reinigungen. So, mir juckt heute die Nase, muss ich ein bisschen kratzen. Und dann zupft man das auseinander und dann macht man nur Meditation, nur dies. Der andere macht Meditation und Asanas, der macht dies, der macht jenes. Und dann passt man es an und man vergisst, dass es nicht mehr authentisch ist, dass es nicht mehr in dem Yoga, in dem eigentlichen Yoga fußt und basiert, sondern dass man die Dinge so handhabt, dass andere kommen. Und dann kriegt man eben auch so eine Resonanz. Und dann wird der Yoga eben nicht mehr individuell.
Man versucht Menschen in Körperstellungen reinzudrücken. Man nennt es Alignment. Hört sich gut an. Ich wusste immer lange nicht, was das eigentlich ist. Aber jeder Mensch hat eine andere Körperstruktur. Jeder Mensch bewegt sich anders. Jeder Mensch möchte es ein bisschen anders machen. Und dann verliert man diese Individualität im Yoga durch zu vieles Korrigieren. Auch Fehler machen dürfen ist wichtig. Man macht es so gut man kann. Hat man Kinder im Kurs, die machen das einfach, die interessiert es gar nicht. Lass mich, mach das so. Und man braucht nichts sagen. Der Mensch ist ja nicht dumm. Er kann sich ja die Übungen anschauen und dann macht er sie entsprechend. Aber es ist so immer das, ich bin ja Lehrer, ich muss ja aufpassen, ich muss ja dies, ich muss ja das. Ja, und das ist dieses nicht individuelle Leben. Man folgt, ob es im Yoga ist, ob es in der Esoterik-Szene ist, dann folge ich zum Beispiel den Engeln, den Kräften, diesen, jenen, welchen. Und dann geht die Freiheit und Individualität richtig verloren. Wo ist sie hin? Und wie gesagt, statt in einem alltäglichen Leben jemandem zu folgen, folgt man dann einem Guru, einem Lehrer, diesem, jenem, welchen, einer Rockgruppe, was weiß ich, und es ist immer noch dasselbe. Oder das Gleiche. Wir wollen uns jetzt hier nicht in der Grammatik stören. Und ja, woran liegt es? Eben an der eigenen Kraft und an der eigenen Verantwortung zum Beispiel. Wenn man etwas tut, muss man auch die Verantwortung dafür tragen. Ja, der Lehrer, die Lehrerin hat gesagt, ich muss das so machen. Vielleicht ein erleuchteter Guru kann sagen, so geht es so und so. Aber alle anderen können immer nur Hinweise geben. Und dann muss man andere Menschen auch mal lassen. Weil man selbst möchte ja auch mal in Ruhe gelassen werden, dass man sein eigenes Ding machen kann. Und als Individuum erkennt man dann auch, hey, wenn ich das so mache, geht es mir gut. Wenn ich das so mache, flutscht es. Wenn ich das so mache, mag ich das lieber, auch wenn es erstmal falsch ist. Irgendwann findet man schon raus, was nicht so gut ist. Aber das findet man eben nur raus, wenn man in ein Fettnäpfchen tritt, wenn man die Treppe runterfällt, dass man das versteht. Und ständige Ängste zum Beispiel führen dazu, dass man sich anpasst. Oh, was ist, wenn ich mich nicht schlumpfen lasse, dann? Das waren ja alle und ich bin dann irgendwie, ja, weiß nicht, worum es geht. Ist es wirklich schlimm? Ist es nicht schlimm? Ja. Oder heute ist mein Kleiner mit einem anderen in der Schule zusammengestoßen, Riesenbeule. Nun, was kriegt man gesagt? Gehen Sie lieber mal zum Arzt, lassen Sie es checken. Und denke ich, naja, als Heilpraktiker kann ich das schon abschätzen. Und man merkt doch als Eltern, geht es dem Kind gut oder nicht. Ja, aber viele rennen dann, es wird so gemacht, es muss so abgecheckt werden, abklären, sicherheitshalber, ja. Aber wo ist die Individualität? Man hat doch eine Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kind. Natürlich. Aber was zu viel ist, ist einfach zu viel, wenn man merkt, dem geht's gut, weiter geht's. Und dann wird man vielleicht von anderen so schief angeschaut. Was? Sie haben das nicht gemacht. Was? Ihr Kind ist nicht geschlumpft. Was? Ist es dies und das? Aber woher wissen das all die anderen? Woher wissen das zum Beispiel die Ärzte, die nur vielleicht 10 Jahre studiert haben, gelernt haben? 10 Jahre ist ja nichts im Vergleich zu dem, was es im Universum gibt. Man findet ja immer neue Dinge. Neue Medikamente, neue Schlumpfungen, neue dies, neue Operationen. Aber jedes Mal sagt man, das ist gut, so müssen sie es machen, so ist es das Beste. Ja, und dann verwirft man es wieder. Nee, es geht noch besser. Ah, nee, da gibt es noch Fehler. Ah, nee, da gibt es das. Aber erstmal wird geredet.
Und darum geht es eben, dass man anfängt, selbst die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, selbst dafür gerade zu stehen, selber reinzuspüren, traue ich mich, das jetzt zu machen oder nee, das noch nicht, aber das andere kann ich schon mal ändern. Und dann wird man immer individueller, auch wenn man wie Kinder hinterfragt, nee, warum ist nicht so? Macht es so? Nee, wieso, wieso? Ja, kennt man vielleicht. Und ja, die haben recht, obwohl es halt für die Erwachsenen manchmal nervig ist, warum alles hinterfragt wird. Ja, es muss ja auch weitergehen. Aber genau das ist ja richtig. Warum macht man das so? Warum ist es überhaupt so? Und wenn das viele Menschen machen würden, dann wäre die Welt ein bisschen anders, ein bisschen offener, weil man immer wieder fragt, Systeme hinterfragt, hey, warum macht er das? Hey, warum sagt er das uns? Hey, was bringt es überhaupt, wenn ich jetzt dies und das mache oder die Windkraft abschaffe und was auch weiß ich? Natürlich gibt es Dinge, die sind gut, aber es gibt auch Dinge, die sind nicht gut. Aber man überlässt es vielleicht ein paar Menschen, die entscheiden, was zu tun ist. Obwohl die auch nur Menschen sind und ein gewisses Kontingent an Wissen haben, manche haben auch kein Wissen. Ja, man folgt diesen oder man folgt den Menschen da oben, die Doktortitel geklaut haben. Man folgt denen und irgendwann kommt dann eben raus, der hat die Doktorarbeit auch nur abgeschrieben. Aber trotzdem erstmal folgen, weil die schwätzen gut, weil die wissen ja anscheinend was. Ja. Vielleicht ist es besser, man hätte nicht studiert, man hätte nicht viel gelernt und man wäre der Natur näher geblieben. Man wäre individuell geblieben. Und so ist eigentlich alles eine Illusion, aber trotzdem halten wir an dieser Illusion fest. Und auch wenn diese Illusionen rauskommen, dass die Scheiße sind, geht es immer noch weiter. Das ist erstaunlich. Nun, und irgendwann muss man einfach anfangen, sein eigenes Leben zu leben. Ja, aber wie geht denn das? Ah, der macht es so und so. In dem Buch steht es auch. Der hat sein eigenes Leben gelebt. Der hat es so gemacht und so. So mal probiere ich das auch mal. Und schon ist man wieder in einem System. Man folgt wieder irgendjemandem. Und da geht es immer so weiter. Und wenn man dann aber umgekehrt sagt, hey, im Yoga gibt es auch Regeln, die man beachten sollte, damit es einem gut geht, wenn man übt, dass man nicht geschädigt wird, dann, das braucht man nicht, das braucht man nicht, das braucht man nicht. Also völligst durcheinander. Dem einen, wo man genau weiß, das ist nicht gut, folgt man. Und Dingen, die vielleicht gut sein könnten, muss man auch herausfinden, die lehnt man ab. Ja, und das Hauptproblem ist in vielen Videos so, ist immer das Denken. Man denkt zu viel, Alter, man denkt, ich weiß es jetzt. Ich habe die Weisheit mit einer Gabel gegessen. Ja, so wie wenn man Suppe mit der Gabel isst. Ich weiß es jetzt. Und dann wird man irgendwann im Leben merken, wenn man ehrlich ist, dass man doch nichts gewusst hat. Oder wo man so überzeugt war. Ich liebe dich bis in alle Ewigkeit. Ja, es war dann doch nichts. Und trotzdem haften wir eben an diesem intellektuellen Wissen und ich habe es verstanden und begriffen. Wenn es jemand wirklich begriffen hätte, würde er gar nicht darüber reden, dass er etwas verstanden hätte. Auch in der ganzen Esoterik-Spiritualitätsszene. So viel wird erzählt, was man alles weiß. Und je mehr man intellektuell weiß, dass man es weiß, desto weniger weiß man. Weil das Universum kann man nicht beschreiben. Man kann es nicht durchblicken. Höchstens vielleicht die Erleuchteten. Aber da gibt es nicht viele auf dieser Welt, sage ich mal so. Aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht gibt es ja 4000 Erleuchtete oder 5 Milliarden, ich weiß es nicht. Und so kann man sich eigentlich sparen, darüber auch zu reden wieder. Ja, können wir das ganze Video wieder canceln, weil es ist eh nur ein Wissen von mir oder ein geglaubtes Wissen von mir. Aber das, was Fakt ist, ist eben dieses, wenn man jemandem folgt und der andere macht es anders,
dann akzeptiert man es in manchen, in vielen leider, in vielen Richtungen nicht. Na, der gehört nicht dazu, weil der macht es anders. Geht schon in der Schule los, im Kindergarten bestimmt auch schon, war schon lange nicht mehr da. In der Arbeit geht es auch so. Und in den letzten Jahren, dann gehörst du nicht dazu, weil du machst es nicht so, wie wir das wollen. Ja, wo ist die Achtung, wo ist der Respekt vor dem einzelnen Menschen geblieben? Wo ist der hin? Ist der noch was wert? Auch in den ganzen Kriegen, die da laufen, die im Fernsehen da so kommen. Wo ist das Individuum? Das ist nicht mehr da. Oder immer weniger. Weil man immer das Gefühl hat, man ist in einem System, man muss folgen und wie, ich mach's anders, dann. Ja, natürlich, wie gesagt, so beim Autofahren ist schon gut, wenn man einem gewissen System folgt, den Verkehrsregeln. Aber nun, trotz allem sind die meisten schon mal, naja, es ist eine Einbahnstraße, ich muss jetzt mal schnell dahin, irgendwie vielleicht da durchgefahren, warum auch immer. Man hat dann schon während dem Fahren entgegen der Einbahnstraße schon überlegt, wenn die Polizei kommt, was verzapfe ich denen dann? Nun. Wir haben alle mal zu schnell gefahren, eine Abkürzung genommen und das ist die Individualität, dass man auch mal Dinge tut, die nicht in der Norm sind, aber immer mit dem Respekt und der Achtung gegenüber den anderen Menschen. Ne? Wenn ich mal falsch fahre im Verkehr, ist nicht schlimm, wenn keiner da ist und wenn ich aufpasse, dass ich eben nicht dann jemanden umfahre. Und das ist Leben. Ja. Und alles andere, was nicht individuell ist, ist kein Leben. Man lernt schon in der Biologie lernt, wie verschieden die Lebewesen sind. Und dann sieht man, die Körper sind zwar gleich aufgebaut, aber trotzdem anders. Andere Mechanik, der eine hat einen längeren Mittelfinger, der andere dies länger, kürzer. Es ist immer anders. Und trotzdem versucht man diese verschiedenen Menschen in eine Richtung zu pressen, in ein System zu pressen, in ein Gesetz zu pressen, das wenig Freiheiten oder gar keine Freiheiten mehr lässt. Und hier gilt es einfach mal für sich selber Verantwortung zu tragen, indem man langsam beginnt, sich zu beschauen, sich anzusehen, hinzuschauen, hineinzuspüren, indem man langsam beginnt, sein Leben zu verändern, unabhängig von dem, was andere machen. Ich esse so, wie es für mich gut ist. Und ich ziehe mich beim Joggen so und so an, vielleicht den Mantel, Bademantel und jogge dann damit, ist völligst wurscht, wenn man sich damit gut fühlt. Solange man, wie gesagt, keinem anderen schadet und Respekt und Achtung behält. Wie viele machen das? Auch in manchen Yoga-Ashrams schauen alle gleich aus. Gleiche Hose, gleiches T-Shirt, vielleicht noch gleiche Frisur. Und wo ist die Individualität? Das geht gar nicht. Ein Guru würde sich nicht drum scheren, hey, schön, dass ihr alle das gleiche anhabt, aber es interessiert mich nicht. Es geht nur um das Innere. Ja. Der Guru möchte auch, dass man etwas tut und nicht, dass man nach außen schön dasteht, gut ausschaut, sondern dass man das, was man scheinbar darstellt, eben auch tut. Das nennt man authentisch sein.
Je authentischer man ist, desto mehr ist man eben individuell unterwegs. Und das macht eben vielen Angst, wenn man beginnt, es anders zu machen. Hey, was denken die von mir? Es ging so einige Zeit mal, wo das mit dem Vegetarischen so losging, Körnerfresser und so, Bio, was weiß ich. Ja. Und nun ist, oh, vegetarisch ist nicht schlecht, da lebt man länger, bleibt man gesünder, aber vorerst mal, dann will Vegetarier die Körnerfresser. So hieß es, ja. Und dann ist es jetzt schon wieder vorbei, dann kommen die Veganer und sagen, die Vegetarier essen das und das, ist auch nicht gut, die Fleischesser sind sowieso Idioten. Und dann haben sie so eine extreme Fahrweise, vegan ist das Beste, ihr schadet Tieren, ihr macht das. Nun, auch Veganer fahren Auto und fahren Tausende von Mücken kaputt am Tag. Sie laufen, treten 430 Ameisen tot, aber wir gehören zu der Gruppe von dem und dem. Wir ernähren uns so und so. Dann ist man wieder nicht individuell. Weil wenn man individuell wäre, würde man andere Menschen respektieren. So wie man behandelt werden möchte, so sollte man andere behandeln. Nun, und wenn man als Individuum behandelt werden möchte, muss man andere auch so behandeln. Das geht ja gar nicht anders. So folgt man auf dem auch wieder einem anderen anscheinend guten Weg. Nun, wenn man sich vegetarisch, vegan ist, vielleicht besser, wenn man zu Fleisch isst. Gut. Aber man muss vorsichtig sein, dass man nicht in eine andere Schiene reinrutscht und dort festhängt. Individuum, man respektiert andere. Und wir haben die letzten Jahre erlebt, wie das so ist mit dem Respekt gegenüber den Menschen, mit dem Respekt gegenüber den Tieren, wie Tiere gehalten werden, geschlachtet werden, das, was übrig bleibt, das wird weggeworfen, wie man mit den Nahrungsmitteln umgeht, dass Supermärkte dann die Sachen wegwerfen müssen, weil sie sie nicht mal verschenken dürfen. Wo ist das Individuum geblieben? Nö, das mache ich nicht so. Ich verschenke das Essen, was übrig bleibt, bevor ich es wegwerfe. Aber man folgt irgendwelchen Gesetzen, Normen, die anscheinend so gut sind. Aber sie fühlen sich nicht richtig an. Ja, es braucht also viel Mut, viel Kraft, viel Vertrauen. Auch hier könnt ihr euch mal wieder Videos von mir anschauen auf meinem Kanal. Einfach meinen Namen eingeben und Vertrauen zum Beispiel. Und dann kommen viele Videos, eine ganze Playlist mit Mut und Vertrauen. Könnt ihr euch da anschauen. Nun, schon wieder 38 Minuten. Nun habe ich wieder ein Laberflash hingelegt. Und wenn man erkennt, wer man ist, immer mehr dorthin kommt, ist natürlich, im Yoga sagt man, man braucht viele Leben für diese Erkenntnis, immer stetig ein bisschen an sich arbeiten, dann kommt man zu der Erkenntnis, wer man ist, immer mehr und mehr, und erkennt, dass alles, was man sich so vorstellt, wer man denn ist, was man denn braucht, was man arbeiten muss, wie viel man arbeiten muss und so weiter, dass es alles eine Illusion ist. Weil man nicht seinem Herzen folgt oder seinem inneren Wesen oder seinem Seelenmuster, sondern Glaubenssätzen, die man so eingetrichtert bekommen hat, gelernt hat. Der Laberflash, Servus. Ja, man folgt dann immer. Auch, ja, wenn du gerade da bist im Kampfsport, man folgt dann auch. Ja, du musst es so machen, du musst den Arm so machen, du musst so blocken. Aber wie es Bruce Lee zum Beispiel gemacht hat, man muss sich anpassen an die Situation und nicht starren Schlägen folgen, was man gelernt hat. Habe ich auch mal probiert, aber das funktioniert dann nicht. Sondern manchmal muss man anders hauen und manchmal muss man auch anders agieren, wie der Trainer das sagt, weil es immer um das innere Gefühl geht.
Der Trainer sieht natürlich viel von außen, wenn man innen kämpft und so im Kampf gefangen ist. Aber manchmal muss man einfach ja sagen, nee, das mache ich jetzt so. So muss ich, so kommt es jetzt. Und dann kommt es oft gut. Eben dieses Anpassen. Oder wie Bruce Lee sagt, be like water, sei wie Wasser. Wasser ist anpassungsfähig. Und sucht sich seinen Weg da, wo es lang geht, nicht wo das Ego des Wassers hin möchte, sondern wo es lang fließen kann. Ja. Und das macht eben die Menschen aus. Auch Bruce Lee zum Beispiel, das war ja wie ein Freak. Aber er hat so gemacht, weil er so gefühlt hat, so muss ich das machen. Gut, schlussendlich hat er herausgefunden, er hat zu viel gemacht. Zu viel gearbeitet, zu viel getrainiert. Aber das ist das Leben. Oder manche Rockgruppen, die saufen, trinken, ja, aber es ist deren Weg. Ich würde nicht sagen, Rolling Stones sauft nicht so viel. Ja, weil das muss jeder für sich rausfinden. Und die haben ihr Leben aber gelebt, weil sie es so gemacht haben, wie sie es gefühlt haben. Und vielleicht dann rausgefunden, zu viel saufen ist nichts. Aber gut. Das ist das Leben, individuell frei. Und dann sieht man, da gibt es verschiedene Menschen, verschiedene Ansichten, verschiedenes Aussehen, verschiedene Kampfstile, verschiedene Handwerker und macht das Leben aus, eben diese Vielseitigkeit. Man geht in der Natur, schaut sich einen Pilz an, das ist ein Steinpilz, aber jeder Steinpilz schaut anders aus. Jeder ist anders, obwohl er ähnlich ausschaut, ist immer anders, anders groß, anders dick, anders so, anders dies, lacht anders, denkt anders, fühlt anders, hat andere Wurzeln, hat dies anders und es ist jedes Wesen ist anders. Und der Mensch mit seinem begrenzten Denken kann das gar nicht fassen, dass alles verschieden ist, sondern man braucht eben diese rasterartigen Strukturen, dass man etwas einordnen kann. Das ist ein Steinpilz. Ja, das ist ein Christ, das ist ein Buddhist, das ist ein Aikido-Meister, das ist ein Karatekämpfer, das ist ein Gärtner, das ist dies, das ist das. Aber jeder ist verschieden. Und das ist der Weg. Das Leben ein Leben sein zu lassen, so wie es ist und nicht anders. Nicht in eine Form pressen, so wie es auch Alan Watts sagt, ein Philosoph, ich glaube ein amerikanischer, ja, dass der Mensch versucht, in Strukturen zu denken und die gibt es in der Natur gar nicht. Es gibt keine starren, geradlinigen Strukturen in der Natur, sondern nur Wellen oder fließende Bewegungen oder Spiralen oder dies oder das. Weil der Mensch kann das nicht einordnen, was da geschieht, weil er zu starr, zu steif denkt. Wie wenn ein Kämpfer zu starr, zu steif kämpft, dann weiß ich genau, was der macht. Das heißt, ich kann ihn vorhersehen. Welcher Schlag kommt, dann weiß ich genau, wie ich blocke und wie ich ihm dann einen auf die Nase haue. Aber alles ist fließend. Jede Sekunde, jede Millisekunde, es ist immer verschieden. Immer verschieden. Jede Sekunde, jetzt haben wir 43 Minuten, 50 Sekunden in diesem Video und jede Sekunde ist anders. Die Stimmung, die Energie, die Schwingung, was auch immer, es ist immer anders, weil die Zeit ist immer vergangen, Sekunde für Sekunde. Und was die Zeit gefressen hat, gibt sie nicht mehr her. Das heißt, es gibt keine Wiederholungen in dem Sinne. Es ist immer anders. Auch wenn ich immer dasselbe erzähle, ist es immer anders. Mit einer anderen Schwingung, mit einer anderen Energie, mit einem anderen Umfeld, es ist immer anders. Und dann geht es darum, eben im Leben dies zu erkennen und das Leben offen zu lassen.
nicht immer planen. So muss es sein, so muss ich sein. Ich bin nicht brav, so muss ich brav sein. Nun, dann ist man wieder eben in dieser Schiene des Bravseins. Man lässt das Leben nicht fließen, weil man immer Vorstellungen hat, Wünsche, Richtungen. Und man sieht eben manche Dinge im Leben nicht mehr, weil man nur einen Fokus irgendwo hat. Da darfst du nicht gucken, da darfst du nicht gucken und dann, boah, hat man viel vom Leben verpasst. Auch viele Familien gehen auseinander, weil eben genau dies passiert. Ich muss so sein, ich muss dies machen, ich muss arbeiten, ich muss hier, ich muss da. Ja, aber das, was wichtig ist, ist dann irgendwann mal fort. Nun, ich bin dann auch mal fort, komme aber wieder und ich bedanke mich. Ja, André, bis fürs Zuhören, vielen Dank. Weiß nicht, wer noch dabei war oder wer noch kommt. Sage ich bei allen. Danke, die zugehört haben, die sich das Video noch anschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.